Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Book of Unwritten Tales. Wir haben Probleme. Nun, also, hier spielen wir mit Nate weiter und mit einer sehr unglücklichen Frau, die dummerweise eine Wasserleiche ist. Warum ist das so? Hi! Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Oh, toll. Mein feines Gespür sagt mir, dass du vielleicht Kummer hast. Mhm. Oh, diese Qual, diese Schmerzen. Was denn? So Frauenkram oder sind es echte Schmerzen, also körperliche? Nein, es ist noch tausendmal schlimmer. Was ist denn los? Hattest du Bahnunfall? Oh, der ist sehr sensibel. Ja. Hattest du einen Bahnunfall? Wo drückt denn der Schuh? Na, meine Liebe, das ist schon alles nicht so schlimm. Erzähl dem Onkel mal, was los ist, hä? Oh. Ich lasse mich nicht veralbern. Es liege mir fern. Ihr Männer seid so unsensibel. Nur er nicht. Er hätte mich verstanden. Oh! Wer denn er? So, ja. Wer ist er? Maximilian. Mein Maximilian. Oh, der schönste Mann, der jemals unter dem Angesicht der Sterne. Ja. Und dann? Fort. Er ist fort. Und deswegen wolltest du dich umbringen? Wir waren verlobt. Maximilian und ich wollten heiraten. Es war der Himmel. Ich als reiche Tochter eines Mithrilhändlers und er... Nur den tragischen Teil, bitte. Ich habe ihm kistenweise Gold und all meinen Schmuck als Beweis meiner Liebe gegeben. Oh. Er wollte damit die schönste Hochzeit organisieren, die... Aha, der Hochstapler ist durchgebrannt. Er ist nicht durchgebrannt. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Er muss aufgehalten worden sein. Vielleicht hat man ihn entführt. Und er schmachtet nun irgendwo in einem Turm und... Er ist durchgebrannt. Er wird zurückkehren. Und wir werden vereint sein. Wie zwei Liebende auf... Und warum machst du ausgerechnet in dieser Gruft die ruhige Atmosphäre kaputt? Dies ist die Ruhestätte seiner Vorfahren. Bis ich die Nachricht von ihm erhalte, werde ich hier mit seinen Ahnen warten. Ja, klingt logisch. Kann ja auch nicht mehr lange dauern. Ich weiß. Wieso? Wie lange bist du denn schon tot? Also, Badeunfall ernsthaft? So fragt man das nicht. Menno. Es sieht so aus, als hättest du ohne Schwimmflügel nicht ins tiefe Wasser gehen sollen, hä? Das war kein Unfall. Ich wollte mich umbringen. Hat fast geklappt. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde, ich muss weiter. Ja, sehr sensibel. Vielen Dank. Okay, wir gucken uns erstmal um. Darin liegt einer der Vorfahren des Verlobten unserer Wasserleiche. So ein Grabmal kostet eine Menge. Die Familie des Toten muss vermögend gewesen sein. Vielleicht weiß sie deswegen so viel. Mithril ist das teuerste Element. Kennen wir noch? Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Vom Mitesser am Nasenflügel bis hin zum Siegel auf seinem Ring. Jaks, okay. Das Siegel der Familie zeigt einen Fuchs auf einem Goldhaufen, umringt von hässlichen, weinenden Enten. Wie subtil. Kannst du den denn zumindest mitbringen? Nee. Das Siegel der Familie... Okay, Fuchs. Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Ja, okay, gut. Betrachte den Sarkophag. Nö. Die verschmähte Jungfrau, auch die Ärmste. Den hinteren Teil der Gruft. Nee, ich würde gerne erst noch mal weiter gucken. Die Urnen. Einige staubbedeckte Urnen. Die meisten sind mit irgendwelchen Wappen verziert. Hier ein doppelköpfiger Adler. Da ein Dachs, der eine Schlange frisst. Dort der Kopf eines Königs in orange-blau. Und hier ein grünes W in einer Raute. Sagt mir alles nichts. Das da sieht eher wie ein Männertor so aus. Ich kann mit den Wappen auf den Urnen nicht viel anfangen. Ich schätze, es sind die Familienwappen der Toten. Vermutlich. Okay, gut. Mitnehmen brauchst du zum Glück keine.
Okay, aber wie es scheint, gibt es hier nichts weiter zu erledigen. Ne? Was sind denn das da oben für rote Lichter? Muss ich mir Sorgen machen? Wahrscheinlich eine Fledermäuse, ne? Okay, gut, dann gehen wir weiter. Okay, Frankenstein am Werk. Okay, wir können uns mit den Jungs unterhalten. Ach, guck mal, wie nett. Hier liegen Leichenteile herum. Ausgezeichnet. Das mechanische Monstrum. Anscheinend ist Zombie-Körper und Totenschädel der Meinung, hier gäbe es noch nicht genug Horrorgestalten. Hm. Nein, jetzt hat er seinen Kopf abgenommen. Nein, um besser sehen zu können. Na toll. Eine tropfende Kerze. Die Kerzen sorgen für die richtige Atmosphäre. Schaurig und dennoch ein klein wenig heimelig. Hm. Diese hier wird allerdings nicht mehr lange brennen, wenn weiterhin so viel Wachs abtropft. Okay, kannst du den Wachs dann mitnehmen? Das Wachs. Die Kerzen sorgen... Diese hier wird... Nein. Okay, das Grab. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Doch irgendwie schon, ne? Das Grab. Okay, gut. Vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen mehr herausfinden. Sprechen hey, wir Chef. Mal mit den Leuten. Ah, der Lebende. Hi. So, wie viel Zimbis gehört zu deinem Komitee? Was steckst du in diesem Büßerbalken? Und wie viele seid ihr? Im Komitee, meine ich. Die Gruppe befindet sich noch in der Gründung. Wir haben zurzeit erst 3 Mitglieder. Aber die Gespenstergewerkschaft ist mit uns assoziiert und die Programmierervereinigung überlegt, ob sie sich endlich öffentlich zu ihrem untoten Dasein bekennen will. Du kannst leider nicht Mitglied werden. Du bist zu lebendig. Danke sehr. Okay, das ist, ja, gut, ist ja im Moment noch ganz gut, ne? Warum steckst du in diesem Ding da? Sag nicht aus modischen Gründen. Ich habe schon viel gesehen, aber das? Nein, nein, nichts dergleichen. Ein Paladin hat mir das Ding verpasst. Was hast du getan? Seine Schwester beleidigt? Tja, so könnte man das sagen. Er ließ mich deswegen an den Pranger stellen, aber auch dort konnte ich mein Mundwerk nicht halten. Darum hat mich die holde Dame erstochen. Also kam ich als Geist zurück und habe sie um ihren Schlaf gebracht. Man hetzte mir einen Geisterjäger auf den Hals und tatsächlich hat er mich erwischt und getötet. Er hat einen Geist getötet? Guter Mann. Ich bin dann als erster untoter Geist der Geschichte zurückgekommen und habe die Hochzeit der holden Dame platzen lassen. Hm. Daraufhin zauberte mir der Paladin diesen magischen Büßerbalken an den Hals. Nun lauert er draußen vor der Gruft. Er will mich in kleine Stücke zerteilen und ins Meer werfen, glaube ich. Wie gemein. Dabei hast du doch kaum was getan. Ich weiß nicht. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Und ich würde diese Fehde gerne beenden. Sie hat nur Unglück gebracht. Ja. Warum entschuldigst du dich nicht? Ich hab's versucht, aber der Paladin ist nur auf Rache aus. Seinen Hammer hat er nach mir geschleudert. Okay. Seinen Hammer? Warum das denn? Und warum ist wacht der Paladin noch vor der Tür? Müsste er nicht... Ich meine, hat er nichts Besseres zu tun? Das Ding sieht ziemlich ungemütlich aus. Kannst du den Balken nicht irgendwie loswerden? Hätte ich ihn dann noch an? Du machst dir kein Bild, wie unpraktisch so ein Teil ist. Versuch mal, dir mit so einem Ding an der Nase zu kratzen. Oder aufs Klo zu gehen. Ah, erinnere mich nicht daran. Hm. Dieser Büßerbalken ist magisch. Man kann ihn nicht einfach aufbrechen. Er ist auf ewig versiegelt. Er öffnet sich erst, wenn der Paladin mir verzeiht. Also nie. So sieht es leider aus. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ja, ist gut. Aber mir scheint, da kam schon die erste Quest. Betrachte das Grab. Nee, aber mit ihm können wir jetzt nichts machen, ne? Nee, okay, gut. Ja, hallo. Lernen wir ihn doch auch mal kennen. Moin. Hey, Gulliver. Na? Ah, der Lebende. Ja. Wie geht's? Oh. Er hat den Körper einer Frau, wie mir scheint, oder? Kann es sein, dass dein Körper ein wenig verrückt spielt? Nein, kann nicht sein. Mein Körper ist doch noch gar nicht fertig. Oder meinst du den Alten? Der verrottet in der Erde. Was? Ich meinte den da. Ach so, der. Ist nicht meiner. Ist nur geliehen. Hm. Ach so, klar. Wessen Körper ist das? Wessen Körper ist das denn? Esthers. Und wer ist Esther? K-
Keine Ahnung, kennen Sie nicht. Aber das hier ist Ihr Körper. Er hilft mir, bis ich meinen wieder habe. Dann wollen wir gemeinsam einen Kopf suchen. Esther. Genau. Okay, klingt nach noch einer Quest. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Esthers Körper? Ich lag hier draußen in einem Grab, viele Jahre. Ich habe mich langsam herausgebissen, nachdem mein alter Körper aufgegeben hatte. Draußen sah ich dann diesen Körper, wie er völlig kopflos in der Gegend herumtaumelte, Grabsteine umriss, gegen Wände lief. Ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen? Na gut. Okay, was baust du denn da? Und was ihr da baut, soll dein neuer Körper werden? Exakt. Ist er nicht großartig? Ganz wunderbar. Ja, er ist groß. Leider zieht sich die Konstruktion ein wenig hin. Ich sag dir eins, frage niemals einen kopflosen Zombie, ob er deine Arme ersetzen kann, wenn du eine Präzisionsmaschine bauen willst. Werde es mir merken. Mal was anderes. Ach so. Ach, wir können doch nach der Wasserleiche fragen. Ja, super. Geht dir das Gezetere der gescheiterten Schwimmerin da unten auch so auf die Nerven? Also wirklich. Die junge Dame hat großen Kummer. Und den lässt sie raus. Tag ein, Tag aus. Stundenlang. Was ist dran an der Geschichte mit ihrem verschollenen Liebhaber? Ach, der hat sie eiskalt sitzen lassen. Hat sich ihr Gold gekrallt und macht sich nun ein süßes Leben irgendwo im Süden. Sie scheint da anderer Meinung zu sein. Die gute Frau hat es nicht so mit der Realität. Sie glaubt immer noch, alles würde sich eines Tages klären. Sie wartet auf seinen Erscheinen oder einen Brief von ihm, irgendetwas. Ich muss weiter atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Okay, cool. Danke sehr. Nun denn, da wir mit den beiden gesprochen haben, habe ich jetzt hier die Chance, mich ein bisschen besser umzusehen. Da zum Beispiel, siehst du? Ein Topf mit einem zähflüssigen Klebstoff. Ein kleiner Holzspan steht im Topf. Nimm es mit. Wozu auch immer, nimm's mit. Okay, gut. Haben wir dann hier. Na, siehst du. Ich glaube, das ist so ein reißfester Faden, mit dem man Braten zusammenbindet. Auf der Rolle dürften gut und gerne 10 Meter sein. Nützlich, nimm's mit. So, ein Telefon. Nein, was ist das? Gelbe Farbe. Eine plattgedrückte Tube mit gelber Farbe. Ich glaube nicht, dass noch viel drin ist. Egal, mitnehmen. Wer weiß wozu. Na, ein kleiner Rest war noch drin. Die Tube brauche ich nicht mehr. Okay. Wie kannst du die gelbe Farbe so in deiner Tasche transportieren? Ach, was soll's, das frage ich überhaupt. Gut, noch etwas Nützliches? Ja, guck mich nicht so strafend an. Ich sehe mich hier nur um. Also, mit deinen Augen und so. Okay, aber mehr scheint hier nicht zu sein, ne? Das Projekt steht unter keinem guten Stern, würde ich sagen. Die beiden scheinen massive Kommunikationsprobleme zu haben. Gut, okay. So, mehr ist hier wohl erstmal nicht zu holen. Warte mal, die tropfende Kerze. Können wir da einen Docht herstellen? Nein, können wir nicht. Gut, gelbe Farbe, keine Ahnung wozu. Können wir das Wachs aufhängen? Nee, können wir auch nicht. Gut, wie es scheint, also ich wüsste jetzt zumindest nicht, wie es weitergehen sollte. Wir gehen mal nach draußen. Mal gucken, was hier so los ist. Da geht die Party ab, du. Siehste? Sag ich doch. Was ist das hier für ein Unfug? Okay, betrachte die Pilze. Erstmal gucken. Na? Ist das dieser Paladin? Ja, tatsächlich. Okay. Süß mit seinem rosa Shirt und so. Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Ach, nimm sie einfach mal mit. Wird schon für irgendwas gut sein. Okay, gut. Da geht's Richtung Orklager. Nee, da möchte ich noch nicht hin. Das ist ja irgendwie ein Stück Papier. Eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Wie toll. Und da drüben ein kleines Tipi. Ja, super. Ach, da geht's sogar hin. Ja, super. Kannst du ihn mitnehmen? Oder hat er was dagegen? Hier ist alles pink. Ich werde misstrauisch. Hi. Hat er eben geblinzelt? Der blinzelt doch. Ein auf einem Pfahl aufgespießter Kopf. Was wird die USK dazu sagen? Nee. Ja, sag mal hallo. Ein schauerlicher Kopf. Ganz billige Effekthascherei, denn letztlich... Sag ich doch. Was? Was? Hab ich irgendwo eine Spinne? Nein. Zum Glück. Diese Krabbelfiecher machen mich wahnsinnig.
Kannst du dir vorstellen, was es für ein Gefühl ist, wenn sie dir von unten in den Hals laufen und dann von innen an den Augen knappern? Jax. Oh Gott, aber das ist doch wieder die Stimme von Roseanne, nicht wahr? Ich weiß leider nicht, wie die Dame heißt, aber ja. Nein, Irx. Irx? Das sag man. Ist nicht schön. Ja, ne. Verdammter Paladin. Schlägt mir einfach den Kopf ab. Jo. Hey! Kein Herumgetuschel da. Lass den Kopf in Frieden. Lass den Kopf in Frieden. Okay, gut. Die haben wohl noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Sehr nett. Gut, also, das wird wohl nichts. Wir müssen wohl erstmal den Herrn. Hier ist alles pink. Eine modische Reisetruhe aus leichtem Holz. Das Neueste vom Neuen. Darauf ist ein Logo. The Pink Crusade. Das muss der Orden des Paladins sein. Mhm. Irgendwas interessant? Er sieht gerade nicht her. Was jetzt ernsthaft? Warum nicht? Einen pinkfarbenen Pompon kann man immer gebrauchen. In den wilden Landen. Im Krieg. Mhm. Okay, den haben wir auch am Start. Klar, wieso eigentlich nicht? Ist hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Was ist das da? Oh, betrachte ihre roten Steine. Da gehen wir auch noch mal hin. Das machen wir, nehmen wir auch noch mit. So. Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Ja, eben. Deshalb war es ja so auffällig. Oh, die kann man auch mitnehmen. Okay. Wozu? Tja, wozu auch immer. So, wer bist du denn? Tag, Meister. Ein Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Ach, ich kenne ein paar Leute, aber naja. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen. Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Ach so. Okay. Ich habe mit dem Zombie gesprochen, Büßerbalken gesteckt hast, warum steckt der Kopf auf der Lanze? Ich will alles fragen. Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Mhm. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Natürlich. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag... Genau. Freak. Nein, was? Ach, Alter, lass ihn doch. So, warum steckt der Kopf da auf der... Kommen wir mal zu den interessanten Dingen. Warum steckt der Zombie-Kopf dort auf der Lanze? Wenn ich ihn auf den Boden legen würde, könnte er nach mir schnappen. Und so ist er auch viel besser zu sehen. Ich meine, warum hast du den armen Zombie überhaupt geköpft? Ha! Zombies! Was denn? Sind ungepflegte, stinkende, unheilige... Dinger. Ohne jeden Charme, ohne Schick. Sie dürfen kein Mitleid erwarten. Okay. Das von einem Typen im Kleid. Okay, alles klar. Mhm. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Na. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einen verzeihen. Du bist aber ganz schön... Hallo, was bist denn du für eine Zicke? Wegen deines Streit... Damit hast du nichts zu tun. Ach so. Das geht nur diesen Zombie... und mich etwas an.
Okay, gut. Ja, das müssen wir wohl irgendwie in Ordnung bringen. Ich muss weiter. Ich muss los. Männerkram machen. Was ist das für ein Typ und warum steht er hier so doof rum? Okay, gut. Aber da er schon den Büffel im Tipi erwähnte, ja, betritt das Tipi. Dann lassen wir mal gucken, was wir da ausrichten können. Es ist erstmal nur erkunden, ne? Also noch, ich weiß noch nicht, wie es funktionieren soll. Hallo. Hallo. Du meine Güte. Betrachte den Mörser, betrachte das Metallgefäß. Oi. Hier ist aber einiges am Start. Okay, dann lass uns mal loslegen. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Kannst du ihn mitnehmen? Einfach so? Darf ich? Hey Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, schau mal kurz vor dich hin. Danke. Na, okay, haben wir eingesackt. Okay. Ein Mörser Samtstößel in echter Männergröße. Frag dich lieber, was er damit zerstößelt. Ich denke, ich lasse ihn lieber hier. Der Ochse könnte etwas dagegen haben, wenn ich ihn mitnehme. Und wenn ich etwas zerstoßen will, kann ich es ja auch hier tun. Ja, interessanter Tipp. Was können wir hier zerstoßen? Die Steine? Okay, ich fülle die Erde in den Mörser. Und nun mit Kraft und Spucke. Okay. Ich weiß zwar aus der roten Erde mit den kleinen Steinen ist ein feines, rotes Pulver geworden. Eine Art Farbe, meinst du? Okay, können wir das mit den Pilzen auch machen? Nein, können wir nicht. Okay. Ich weiß zwar nicht wozu, aber wird schon richtig sein. Der Topf sieht aus, als hinge er schon seit Jahren über den glühenden Kohlen. Aber ansonsten kann ich nichts Interessantes entdecken. Nur der Deckel ist ungewöhnlich. Er hat eine Art Dampfauslass, würde ich sagen. Okay, was köchelt er da drin? Die Kohlen glühen nur noch, aber die Hitze ist enorm. Ui, okay. So, Federschmuck. Ein hässlicher Federschmuck. Naja, wem's gefällt, ne? Oh. Auf keinen Fall, ich setz mir das Ding nicht auf. Aber eine Feder kann ich mitnehmen. Okay, wozu? Guck mal, er trägt ja auch eine Feder im Haar. Zwei sogar. Okay, gut, mit dem Topf kann ich irgendwas machen. Ach so, öffne. Okay. Wozu? Der Deckel wird von den Ketten festgehalten. Ziemlich raffiniert. Nicht wahr? Der Topf ist leer. Hier können wir irgendetwas köcheln. Die Frage ist nur, was? Okay, vielleicht sollten wir uns erstmal mit ihm unterhalten. Ne? So, hallo. Eine dicke, alte Kuh, die eine verdächtige Pfeife raucht. Oh, bitte. Und die mich nicht zu hören scheint. Oder sich nicht beleidigen lässt. Okay. Quassel doch mal mit ihm. Hallo da. Moin. Hallo? Jemand zu Hause? Juhu. Muh. Alter. Ich habe dich gehört. Oh, das ist Spitze. Was willst du? Ich bin Nate und wer bist du? Was bist du? Ich wollte... Mein Name ist Nate und du bist? Man nennt mich Schneller Lauf. Donnerhuf oder Regenmacher. Ich gehöre zum stolzen Volk der Tauren. Und du hast so eine Art Kostümverleih? Ich bin ein Schamane. Das heißt? Ich spreche mit den Geistern unserer Vorfahren. Ich braue Tränke, heile die Krankheiten und beschwöre das Wetter. Wow, viel zu tun. Du musst ständig im Stress sein. Richtig. Okay, was rauchst du da? Was rauchst du da für ein Zeug? Ich rauche, um auf Seelenwanderung zu gehen und mit meinen Ahnen zu sprechen. Du solltest Gras fressen, nicht rauchen. Okay. Nicht schlecht. Mu nicht beleidigen. Das mit dem Mu ist mir nur so rausgerutscht. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich dachte einfach, hey, da sitzt ein alter Ochse, sag mal Mu. Verstehst du? Wenn du wie ein Esel aussehen würdest, hätte ich ja gesagt. Oder wenn es hier nach Schweinestall stinken würde. Ich verzeihe dir. Aber stink nur mal nach Büffel und da habe ich... Alter. Danke, ich habe dir verziehen. Astrein.
Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen. Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Ja. Der ist aber nett. Der gefällt mir. Nein. So, okay, haben wir noch was? Oh, die Truhe hier. Dürfen wir uns bedienen? Kuhschminke. Oh, jetzt komm schon, es ist... Was? Wenn ich es doch sage, das ist Schminke. Und ich gehe mal stark davon aus, sie gehört Häuptling Spalthuf da drüben. Okay, aber wir können... Um das klarzustellen, ich werde mich nicht schminken. Schwarze Tusche. Die kann ich mitnehmen. Oh ja. Okay, so. Können wir noch was machen? Ich glaube nicht, ne? Also irgendwas werden wir schon mit dem Topf machen müssen. Aber mir ist noch nicht ganz klar, was. Hier können wir rote Farbe herstellen, kann das sein? Wenn wir hier schwarze Tusche haben, rote Farbe, gelbe Farbe haben wir. Nee, okay. Klebstoff? Auch nicht. Nee, lässt sich nicht. Das müssen wir wahrscheinlich mit Wachs oder so mischen. Noch haben wir es nicht am Start. Okay, mehr wüsste ich jetzt noch nicht. Lass mal eben gucken. Nö, mehr ist da... Ach, warte mal, doch hier, den Blasebalg. Den haben wir noch nicht angeguckt. Ein Blasebalg? Damit kann die Kuh das Feuer in Gang halten. Nee, nee, nicht immer so, Mann. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er ist kaputt. Oh. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts. Er ist kaputt. Du sprichst weise. Naja. Endlich mal jemand, der das erkennt. Verlass dich nicht drauf. Okay, aber ja, wir nehmen ihn trotzdem mit. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Ja, warte mal, lässt sich das nicht mit... mit Wachs wahrscheinlich nicht, aber mit dem Klebstoff könnte... In Ordnung. Ich schmier die Ränder des Lochs mit Klebstoff ein. Fehlt nur noch ein Flicken. Einen Flicken haben wir tatsächlich noch nicht. Die Feder wird nicht ausreichen. Der Bonbon? Nein. Nein, reicht nicht. Die Landkarte. Können wir eine Landkarte der Region. Der Paladin hat unter anderem die Gruft eingezeichnet. Okay. Mehr funktioniert jetzt aber nicht, ne? Reißfester Faden. Vielleicht am Schluss, wenn der Flicken da drauf liegt. Aber noch nicht. Okay, so. Hier können wir auch nicht viel machen. Also ich wüsste zumindest nicht was. Dann lasst uns doch mal zum Orklager weitergehen. Der letzte Ort, den wir noch nicht besucht haben. Das sieht sehr ungemütlich aus. Okay, ganz toll. Betrachte den Müllhaufen. Oh, vielleicht kriegen wir hier unseren Flicken her. Und da ist eine Saftpresse, die hätte ich ja gern. Wenn der Müllhaufen noch ein paar Meter anwächst, können die Orks gleich das Tor offen lassen. Jeder Angreifer könnte einfach über den Müllhaufen ins Lager gelangen. Guck mal, da drüben ist sauer ins Tor. Nicht schlecht. Müll aus allen Teilen der Welt. Wo kommt der ganze Krempel nur her? Ja, jetzt gucken wir, ob da irgendwas Interessantes drin ist. Das Gerät. Okay. Meinetwegen. So eine Art Saftpresse, würde ich sagen. Ja. Oben füllt man Trauben oder etwas in der Art ein und unten läuft der Saft raus. Ja, mitnehmen. Hey, funktioniert sogar noch. Vielleicht konnten die Grünen heute nur nicht damit umgehen. Schon möglich, aber wir haben immer noch nichts zum Auspressen, ne? Lässt sich die hier wohl kaum. Nein, okay. Was ist denn mit den Brettern hier? Die Bretter müssen lange draußen im Regen gelegen haben. Sie sind morsch und mit Grünspan überzogen. Ja, nimm sie. Take it. Okay, so. Können wir dann irgendwas... Liegt hier noch was bei den Blumen rum? Nein, da ist das Ding. Betrachte die Blumen. Na, siehst du. Läuft. Irgendwas, die Blumen scheinen sich im Müll wohlzufühlen. Sie stehen in voller Blüte. Nimm sie mit. Die Blüten leuchten in sattem Blau. Wollen Sie damit jemanden anlocken oder warnen? Dann bekommen wir aber blaue Farbe. Ja. Toll. Jetzt habe ich blaue Finger. Siehst du, sage ich doch. Blaue Farbe. Irgendwas werden wir wohl anmalen müssen, ne? Irgendwas Interessantes hier. Warte mal, doch hier. Betrachte das Plakat. Na, geh hin. Gesucht. Er schlagt den Gnoll Hogger und bringt seine gewaltige Gnollklaue. Bla bla bla. Ist doch immer dasselbe. Echt? Nichts? Oh, können wir mitnehmen. Juhu, ein Plakat. Warum auch immer. So. Irgendwie glaube ich da nicht recht dran. Aber versuchen wir es.
Hm. Moin. Was glaubst du, was du da tust, Wurm? Hi. Ich suche nach Sehenswürdigkeiten. Ich stürme euer Lager? Wer bist du? Ich bin der große Rock-Gor, Häuptling der Blutsensen-Orks. Okay. Oh je, das wird eine lange Folge heute. Ich fürchte es. Was habt ihr mit dem kleinen Wilbur gemacht? Was ist ein Wilbur? Er ist ein Gnom und mein Freund. Ach, der? Der ist uns vorhin in die Falle gegangen. Aber seit wann gibt man seinen Gnomen Namen? Geht es ihm gut? Das hoffe ich doch. Was will man mit einem kaputten Gnom? Ich will Wilbur wieder haben. Ich will Wilbur zurückhaben. Auf der Stelle. Wir haben ihn gefangen. Damit gehört er uns. Besorgt dir einen neuen. Was? Aber ich bin für ihn verantwortlich. Kein Problem. Er ist der Hauptpreis unseres Kriegerwettkampfs. Und als solcher bleibt er hier bei uns. Hm. Okay, was ist der Kriegerwettkampf? Was ist das genau, ein Kriegerwettkampf? Damit finden wir heraus, wer der mächtigste Krieger ist. Zwei Kontrahenten treten in mehreren Disziplinen gegeneinander an. Dem Sieger winkt große Ehre und er bekommt einen Preis. Na. Und Webo ist für euch nichts weiter als ein Preis? Nein, eine Flasche Feuerwhisky gibt es auch noch. Der Gnom ist die Dreingabe. Aha. Kann jeder am Wettkampf teilnehmen? Kann jeder am Kriegerwettkampf teilnehmen? Wir Orks fürchten uns vor niemandem. Im Kriegerwettstreit nehmen wir es mit allen auf. Na. Also schön, lasst mich rein. Ich will teilnehmen. Ich sagte, es ist ein Kriegerwettstreit. Einer wie du wäre reine Zeitverschwendung. Ich bin verdammt gefährlich. Wohl Angst vor einer richtigen Unterführung. Ich bin gefährlich. Ich sehe vielleicht nicht gefährlich aus, aber manchmal sind die unscheinbaren Menschen die gefährlichsten. Du hast recht. Tatsächlich? Du siehst nicht gefährlich aus. Oh, ein Wettkampf, okay. Ja. Mal angenommen, ich finde in dieser Einöde einen Krieger. Der könnte dann an eurem Wettkampf teilnehmen? Wenn er eine echte Herausforderung ist, warum nicht? Aber kein Fallobst. Es muss wirklich ein großer Krieger sein. Ich habe so eine Ahnung, worauf das hinausläuft. Okay. Warum müsst ihr Orks immer Ärger machen? Warum gibt es immer Ärger mit euch? Ihr entführt harmlose Gnome und greift grundlos die freie Welt an. Es war kein Angriff. Es war eine vorweggenommene Verteidigung der Heimat in Feindesland. Und außerdem, was sollen wir sonst machen? Wir haben die größte Armee der Welt. Niemand anderes steckt so viel Gold ins Militär wie wir. Es wäre doch Irrsinn, all das Gold zu investieren und dann nie einen Krieg zu führen. Geradezu unverantwortlich wäre so etwas. Und dass dieser verdammte Krieg ewig dauern würde, konnten wir schließlich nicht ahnen. Und jetzt steht euch wie der Allianz das Wasser bis zum Hals. Ach was, alles Propaganda. Hier im Lager warten 1000 kriegshungrige, gut ausgerüstete und motivierte Krieger auf ihren Einsatz. Aber sicher. Oh, das wird ein größeres Problem, okay. Ich bin vom Umweltamt. Sie wissen schon, dass Sie Ihren Müll hier nicht einfach in die Landschaft schmeißen dürfen. Öffnen Sie bitte das Tor, ich muss Ihre Mülltonnen überprüfen. Hörst du dich eigentlich selbst reden? Wie kann man nur so einen Unsinn plappern? Ich weiß auch nicht. Es ist, als könnte ich verschiedene Fragen stellen und wähle jedes Mal die unsinnigste. Ich komme wieder. Ich werde warten. Na, da bin ich aber froh. Okay, drehe ich nochmal in die Kamera und dann sag mal Ciao für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und versuchen mal hier irgendwas zu erreichen. Okay, gut. Macht es gut. Bleibt gesund. Tschüss.